Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. So, liebe Schwabensocker-Freunde, heute hier bei uns in der Ansprechbar ganz besonderer Gast, Marcel Ncheng vom FCA. Marcel, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst bei uns hier in der Ansprechbar. Der Klassiker, das Spiel des Jahres steht auf dem Programm für euch. FC Augsburg zu Gast in der Allianz Arena beim FC Bayern München zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Platz 14, Marcel, zuletzt zu Hause gegen Köln gewonnen, in Bremen eine Woche davor einen Punkt geholt. Gibt es Zuversicht für die restlichen wichtigen Spiele und vor allem jetzt am Samstag für den Klassiker beim FC Bayern? Ja, erstmal hallo. Ne? Danke für die gute Ankündigung. Und ja, es gibt auf jeden Fall Zuversicht. Die letzten Spiele, 6 jetzt in Folge ungeschlagen, denke ich, ist sehr groß bei uns. Wir können mit breiter Brust in die Partie gehen. Die Münchner haben ein schweres Programm noch vor sich. Die hatten jetzt zuletzt auch englische Wochen, was uns jetzt das erste Mal bevorsteht, die Rückrunde. Und zwar am Dienstag dann gegen Stuttgart. Wichtig ist, dass wir das Spiel genauso angehen wie die Spiele zuvor und uns nicht zu Schulden kommen lassen. 7.000 Fans aus Augsburg werden mit euch mitfahren nach München in die Allianz Arena. Wir werden ganz in grün gekleidet kommen, die meisten, wenn es möglich ist. Wie wichtig sind die Fans, wenn man zu Hause die Heimspiele anschaut? Die sind, glaube ich, phänomenal, eure Zuschauer. Richtige Fankultur entstanden in Augsburg. Und wie wichtig sind die Fans für euch? Ja, also was man so sieht, die Entwicklung, die stetig nach oben gegangen ist. Die Zuschauerzahl ist von Saison zu Saison gewachsen. Mittlerweile sogar schon von Spiel zu Spiel eigentlich. Also ich glaube, wir sind bis zum letzten Spieltag jetzt zu Hause restlos ausverkauft. Da gibt es keinen einzigen Platz mehr, der irgendwie im Vorfeld nicht begehrt ist. Und das hat eine ganze Entwicklung so. Die Mannschaft hat sich entwickelt. Seitdem ich hier bin, glaube ich, nochmal einen Schritt nach vorne. Und ja, das ist sehr positiv alles. Das ganze Umfeld ist positiv auf einen zu sprechen, auf die ganze Mannschaft, auf den ganzen Verein. Augsburg hat sich einen Namen gemacht in ganz Deutschland, denke ich, als richtige Sportstadt. Es werden hier jährlich dann auch Ehrungen vergeben an alle Sportarten, an alle Sportler. Und dass der Fußball da eine ganz wichtige Rolle spielt, unterstreicht nochmal die Wichtigkeit des Fußballs in Deutschland. Marcel, das Stichwort Entwicklung hast du aufgegriffen. Zu deiner persönlichen Entwicklung, du warst lange verletzt, hast dich mit einer Sprunggelenksverletzung rumplagen müssen. Stand es jetzt zuletzt wieder zweimal in der Startelf in Bremen beim Unentschieden, zu Hause gegen Köln beim Sieg. Für dich läuft es momentan auch wieder gut. Hast dich rangekämpft? Zufrieden mit deiner jetzigen Situation? Ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich aufgehört, so verbissen um Startelfplatz zu kämpfen, sondern ich nehme die Dinge so, wie die kommen. Und ich denke, da tue ich auch ganz gut dran im Moment. Eine Verletzung wirft einen halt immer zurück. Und bei mir hat jetzt richtig lange gedauert, bis ich wieder meine 100% erreicht habe. Und jetzt gilt es für mich halt, die nächsten Schritte zu machen und wieder auf 110-120% zu kommen. Und da kommt so ein Spiel gegen Bayern München natürlich, wobei man da natürlich auch in die Haarspitze motiviert ist und die 120 sehr schnell erreichen kann, kommt mir gerade gelegen. Zu deiner vertraglichen Situation, Marcel. Momentan Vertrag 30.06.2012. Du brauchst, wie man weiß, 20 Einsätze, damit sich dein Vertrag automatisch verlängert. Bist auf einem guten Weg natürlich. Was passiert denn, wenn diese 20 Einsätze nicht zustande kommen? Werden trotzdem Gespräche geführt und wie gern würdest du natürlich in Augsburg bleiben? Ja, darüber mache ich mir Gedanken, wenn es denn wirklich der Fall ist, dass ich dann irgendwie die Einsätze nicht hinbekomme. Bis dahin läuft alles gerade so nach Plan, sage ich mal. Und ich hoffe natürlich, dass, wenn es nicht der Fall ist, dann dass die Gespräche rechtzeitig geführt werden. Gut, wir werden dann mit dem Jos natürlich ein Gespräch führen. Wir von Schwabensocker und Players Card, die 20 Einsätze werden wir, denke ich, mal hinkriegen. Marcel, wenn nicht, dann probieren wir alles, damit du bleibst. Wir werden dich nicht einfach mal so gehen lassen. Marcel, lass uns über das Restprogramm sprechen. Da steht jetzt natürlich die Partie in München an. Dann kommt der VfB Stuttgart, wir haben Wolfsburg, Schalke kommt noch, dann geht es nach Gladbach und zuletzt vielleicht der entscheidende Spiel dann auch noch den HSV zu Gast in Augsburg. Wie zuversichtlich bist du in den letzten Spielen, was den Klassenerhalt angeht, oder läuft es darauf hinaus, dass es wirklich erst am letzten Spieltag entschieden wird?
für uns ist es erstmal entscheidend, dass wir das ausblenden können, welcher Gegner jetzt kommt. Also ob es jetzt Bayern ist, Stuttgart, wir haben noch Schalke zu Hause und Hamburg. Wir haben es auch, glaube ich, schon zum Ende der Hinserie gut geschafft, großnamige Gegner auch mal vor Probleme zu stellen und haben es dann in der Rückrunde nochmal bestätigt. Und ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend für uns, dass wir wissen, wir können nicht nur mitspielen oder mithalten, sondern wir können auch Spiele für uns entscheiden. Und ja, da sind wir sehr unangenehm für die Mannschaften, die dann auch sich gegen uns vielleicht ein Bein ausreißen. Wir haben es vorher angesprochen, Meister, ihr werdet nicht alleine nach München reisen. Ihr habt im Gepäck 7000 Fans, die euch frenetisch unterstützen werden, egal wie das Spiel läuft. In Augsburg, bei den Heimspielen, hat sich eine richtige Fankultur entwickelt. Der Kontakt, wenn du privat unterwegs bist, wie nimmst du den wahr zu den Fans, was du angesprochen? Wie ist die Resonanz? Augsburg war ja lange Absteiger Nummer 1, wurde als Absteiger Nummer 1 gehandelt. Mittlerweile hat sich das Blatt allerdings gewendet. Ihr erntet viel Lob, auch von vielen anderen Trainern, auch von den Medien. Wie geht ihr mit dieser Situation um? Ja, Lob ist, glaube ich, eine Form von einer Anerkennung. Und dafür, dass wir abgeschrieben waren eigentlich schon vom ersten Spieltag oder totgesagt oder Absteiger Nummer 1 galten, denke ich, haben wir natürlich mit der Entwicklung, mit dem ganzen Umfeld uns auch das Lob irgendwie erarbeitet und auch verdient. Und das kommt ja nicht nur uns zugute. Man sieht auch, wenn 7000 Leute sich ankündigen, um mit nach München zu fahren, um in der Allianz Arena uns quasi zu unterstützen, ist das ja nur ein weiterer positiver Aspekt für die ganze Stadt Augsburg. Und sowas nimmt man halt gerne mit. Und im Umfeld, so wenn ich privat unterwegs bin, gut, da ist momentan natürlich alles positiv. Und die Leute, die werden, glaube ich, einen Teufel tun und uns kritisieren. Weil wir brauchen natürlich jedes Quäntchen Euphorie, um dann noch weiterhin bestehen zu können. Marcel, im Vorfeld dieses Interviews hier in der Ansprechbar hat sich natürlich herumgesprochen, dass du zu Gast bist. Hab über Facebook dann natürlich auch gleich haufenweise Fragen bekommen. Hab mal eine rausgezogen von Andi Lutzenberger aus Lauterbach. Will am Samstag 50 Euro setzen, lässt fragen, auf wen, auf den FCA oder auf die Bayern. Und natürlich will er wissen, wie das Spiel ausgeht von dir. Ja, da muss ich dir sagen, dass es keine Tipps von meiner Seite aus gibt, wenn es um Sportwetten geht. Weil da tue ich mich immer erstens sehr schwer mit und zweitens, glaube ich, würde ich dann gegen seinen Willen vielleicht sogar wetten. Also. Okay, Andi Lutzenberger aus Lauterbach, du musst dich selber entscheiden, aber eh keine Frage, setz auf den FCA, da kann da nichts passieren. Und aber ein Spieltipp passt? Also ich würde gerne einen Sieg von unserer Mannschaft aussehen. Ein Unentschieden wäre natürlich auch schon ein sehr, sehr großer Punktgewinn und ein Schritt wieder nach vorne für uns. Das nehmen wir so mit. Marcel, viel Spaß in der Allianz Arena. Wir drei von Schwarmsager hatten noch nicht das Vergnügen, dort zu spielen. Schilder uns deine Eindrücke vom Spiel. Wir wünschen dir sportlich alles Gute, dass du auf deine 20 Einsätze kommst, vor allem, dass wir dich noch länger hier in Augsburg haben. Wünschen euch den Nichtabstieg mit vielen anderen 1000 FCA-Fans und hoffen, dass er wenigstens mit einem Punkt zurückkommt und natürlich, dass er den Klassenerhalt schafft, vor allem für euch. Und vielen Dank, dass du hier bei uns zu Besuch in der Ansprechbar warst. Danke dir, Marcel. Vielen Dank.